Okay, es geht weiter. Ich mute mich ja immer während den Filmsequenzen. Einfach aus dem Grund, weil ich dann immer was trinke kurz. Du willst meine Familie ficken, hä? Huh? In mein Haus einbrechen? Mir ein Scheiß klauen, hä? Huh? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Alter, ich hab dich schon gefickt. Ein möchtegern König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Wo soll ich denn jetzt hier lang? Du bist Lucky Quinns Schoßhund. Na, komm. Fick dich! Munition aufgefüllt, USV mitgenommen. Na, komm ich in die. Wo soll ich denn jetzt lang? Ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Hä, wo soll ich denn jetzt hier lang? Ich kann ja hier nicht einfach runterspringen wie so ein Psychopath, oder? Meine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, zerzieh die nächsten. Hast du blaue Kinder? Brüder und Schwester? Du fickst meine, ich fick deine. Fotze! Oh Mann, ist der Typ freundlich. Ach, so einen netten Menschen. Immer diese Weltverbesserer. Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu rennen. Dein Scharfschütze ist raus. Die Bullen trauen sich nicht! Scheiße, hier draußen bin ich Polizei! Du wirst allein sterben, Mann! Warte, wo komme ich hier runter? Nein. Okay, aber wo soll ich denn sonst lang? Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie so ein Haufen Müllsäcke wie bei Dying Light, wo du drauf so, puff, so rauffällst und dann weiterrennen kannst. Aber ich habe mich wohl so ein bisschen geirrt, da war so ein Haufen Steinziegel, die waren nicht so freundlich zu mir. Du willst meine Familie ficken, hä? In mein Haus einbrechen? Mir ein Scheiß klauen, hä? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Aber die Frage ist jetzt... Ein möchtegern König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! Nein, danke. Aber wo soll ich lang jetzt? Wo soll ich jetzt lang? Weil guck mal, hier komme ich nicht rein. Ja, ja, ich kenn Typen wie dich, du. Und hier ist sonst auch nichts. Selbstgerechte Weltverbesserer. Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen. Aber jetzt ist meine Frage, wo komme ich hier lang? Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück. Und wenn ich fertig bin, zerzieh die nächsten. Hast du blaue Kinder? Brüder und Schwester? Warte mal, guck mal, ich hab mal was vor. Ich fick deine Fotze. Bumm. Na? Bumm. Na, jetzt raus runter mit dir. Sag mal. Geht doch. Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu rennen. Dein Scharfschütze ist raus. Die Bullen trauen sich nicht. Scheiße, hier draußen bin ich Polizei. Du wirst allein sterben, Mann. Ja, dann ist es halt so, aber... Die Frage ist, die ich mir trotzdem stelle. Bring den Scheißkerl um! Wo lang? Oder. Wir stecken in der Scheiße, Kurs! Ach, ich musste nur warten, die kommen dann von alleine hierher, oder was? Aber wo kommen die her? Wo kommen die her jetzt alle, bitteschön? Die müssen ja von irgendwo hergekommen sein. Oder sind die hier irgendwie hochgeklettert? Weil hier war nirgendwo eine Treppe, eine Leiter oder irgendwas anderes, wo die hätten hochkommen können oder wo ich hätte runtergehen können. Aber trotzdem sind sie irgendwie von ganz unten nach ganz oben hierher gekommen. Du willst meine Familie ficken, hä? Ja, will ich das doch. Ja. Klauen, hä? Ja. Weißt du, wer ich bin? Ja. Weißt du's? Ja, ich weiß es immer noch. Aber es ist mir trotzdem ein scheißegal. Ein möchtegern König in einer winzigen Burg. Hechten. Hechten. Husch, du, tot. Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! Ja, ja, ich weiß, du bist ein netter Mann. Mit dir kann man reden. Sehr gut reden sogar. Ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser. Selbstgerechte Weltverbesserer. Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen. Hey, warum trägst du mich nicht vom Schlachtfeld? Also ich meine jetzt aber lebendig natürlich, ne? Deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht, Stück für Stück. Und wenn ich fertig bin sind sie die Nächsten. Hast du Frau? Hast du blaue Kinder? Ne? Brüder und Schwester? Schwester? Du fickst meine, ich fick deine, Fotze. Ja, ja, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich kenne das mittlerweile in auswendig, auch ohne Untertitel. Na, wo sind die denn? Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu rennen. Dein Scharfschütze ist raus. Die Bullen trauen sich nicht. Scheiße, hier draußen bin ich die Polizei. Du wirst allein sterben, Mann. Und jetzt kommen die Typen gleich hier irgendwie hoch auf dieser Seite. Bring den Scheißkerl um. Irgendwo sind die jetzt hierher gekommen von dieser Seite.
Hey, wo sind die hergekommen? Wo sind diese Randys gerade hergekommen? Sehr gut. Arr, 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 voll ins Bein geschossen. Alter, übertreib's nicht. Du auch nicht, da hinten hinter deiner Holzdeckung. Ich weiß, das ist voll blutig. Ich kann dich hier nicht durch Pappe durchschießen, aber trotzdem bist du gleich tot. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Du bist kein Soldat. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mir los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Ich habe ein Auge auf dich, Pistolke. Das ist dein Ende. Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Sag mal. Geht doch. Du sollst tot bleiben, Junge. Alter! Wie das aussieht! Scheiße! Guck mal, der kriegt sogar noch Verstärkung! Guck mal, da hast du schon so einen unbesiegbaren Typen, ne? Aber der kriegt dann auch noch Verstärkung, oder was? Wie soll ich den hier sehen? Wie soll ich das denn sehen? Der Typ ist schon teilweise unsterblich, ne? Ich schieß mit meinen fucking Granatenwerfer 6-7 Kugeln ihn in den Arsch rektal ein und der Typ stirbt einfach nicht mehr. Du willst meine zu meinem Haus einbrechen? Schon wieder komplett von vorne. Weißt du, wer ich bin? Weiß los. Mann, Mann, Mann. Ein Möchtegern König in einer winzigen Burg. So, warte mal, ich habe einen Plan. Ich habe jetzt mal einen Plan. Ich habe ja hier meine, wo sind die? Splittergranaten. Das waren die Dinger mit Annäherung gleich Boom, ne? Ja, das waren die Dinger. Mach ich einfach mal einen hier hin. Ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser. Ah, ne, das sind die Dinger, die ich hochjagen kann. Ich auch nochmal einen hin. Weil hier hinten verstecke ich mich in der Ecke. Und dann mache ich mich hier jetzt alles voller Bomben. So, dass ich mich einfach ganz einfach hier verteidigen kann. Deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Fokus Boost. Nein, Splittergranate. Nicht Splittergranate, weil die brauche ich definitiv. Herstellen. Ja, sehr gut. Ja. Achso, mehr kann ich dann auch nicht nehmen, sehr. Es geht nur einigermaßen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt schon mal ein bisschen Verstärkung geholt. In Bombenform, aber... Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu rennen. Wie oft willst du mir das noch sagen? Schatz, man sich einfach überspringen kann, weil der nervt gerade so ein bisschen. Du wirst allein sterben, Mann. Jetzt kommen die Soldaten hoch, die mich umbringen wollen. Hey. Und die spawnen dieses Mal wahrscheinlich da hinten in der Ecke. Na, komm, hab ich recht? Hab ich recht, oder was? Oh. Das war ein bisschen doll easy, wenn ich das mal so sagen darf. Look at my face, bitch. So, er ist tot. Hier liegt wieder eine USBV. Ne, USV. USBV. War ja in Advanced Warfare. So. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ja, labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Labern ein bisschen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mir los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Dann ist es halt so. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Wollte ich auch gar nicht. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Wir spielen nicht. Übrig bleiben, was wir begraben können. Oh, boom. Na, kommen wir mal ein bisschen weiter von hinten hier. Hm. Ah, hier finde ich einen Pass. Ach, das ist Iraq. Ach, da hinten ist Iraq, der Typ. Hab mich schon gewundert, wer da hinten kommt, nur in die Ecke. Wer? Immer noch nicht genug, oder was? Geht doch.
Das war ein bisschen doll einfach. Irak beschützte einen Haufen Erpressermaterial. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video aus dem Mello. Er hat es nie gefunden. Die Viceroys werden sich neu formieren. Ein neuer Anführer wird kommen. Und Bedbug? Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie. Na, ob er jetzt wirklich tot ist? Das ist gerade so meine Frage, weil er sah nicht so tot aus. Warte mal, was ist eigentlich mit dem Scharfschützen jetzt eigentlich hier? Mit unseren lieben Kollegen vom Anfang? Mit allen Mitteln Akt 3. Mission beendet. Sehr geil. Oh. Scheiße, es ist kaputt. Die Karre sah von weitem gerade richtig schön aus. Und du musst. Okay. Du machst eine Menge Lärm. Aber machst du denn auch Fortschritte? Ich weiß, was ich tue. Du musst mich nicht überwachen. Das glaube ich doch. Als Team waren wir immer stärker, das weißt du. Keine Schwäche, das zuzugeben. Mal ehrlich. Ohne mich hättest du die Daten nicht. Und du hast sie, oder? Ja, ich habe alles. Ich will Nikki. Mein Gott, es war richtig, dich zu involvieren. Siehst du, wir waren das. Jetzt bring sie mir. Direkt. Keinem anderen. Also, wenn er meint, können wir das direkt machen. So, aber ich wollte eigentlich nur 2 Stunden aufnehmen, aber ich glaube, weil das gerade echt so geil läuft, und ich glaube, es ist nicht mehr lange, dann würde ich das echt komplett durchspielen, das Spiel heute, aber ich guck nochmal. Ja, da war das. Fortschritt. Fünf Stück gibt es. Auch noch 4 Missionen. Oh, Mission 4 für hier beendet. Mission 4 in Akt 4 beendet. Ach so, das sind nur die Belohnungen, die angezeigt werden. Es gibt 8 Missionen hier. Und eine Mission hier. Ach so, das wusste ich nicht. Na gut, da geht das Spiel doch noch ein bisschen länger. Ich mach trotzdem ein bisschen weiter. Ich mach trotzdem noch meine 2 Stunden voll. Und morgen nehme ich dann den Rest auf und dann bin ich hoffentlich durch, so wie es aussieht. Von der Zeit her wird das wohl echt hinkommen. Aber ich habe meine 2 Stunden noch nicht voll heute. Ich habe meine 2 Stunden noch nicht voll, die mache ich dann morgen direkt noch voll am Sonntag und dann dürfte ich eigentlich durch sein mit dem Spiel, hoffentlich. Weil ich sitze ja schon so lange dran, ich will endlich mal das Ende wissen von dem Spiel, weswegen ich auch momentan nur noch den Story-Missionen bei bin. Weil ich will endlich mal wissen, wie das aussieht. Ich mache jetzt noch diese Mission zu Ende und dann werde ich vielleicht auch eine Online-Mission machen und dann wird das auch für Essen wieder gewesen sein, vielleicht. Ich weiß noch nicht, je nachdem wie lange ich noch Bock habe, mache ich das Spiel natürlich noch weiter. Aber ich wollte natürlich heute noch Hardline aufnehmen und streamen wollte ich heute auch noch sehr lange. Also gucken wir uns das jetzt mal erstmal mit Vollspeed hier. Mit Vollspeed. Oh, wow, wow. Die Karre sieht ziemlich dreckig aus, mit der ich gerade fahre. Das ist wirklich eine richtige Dreckskarre. Aber solange die Daten macht, was ich will, geht das alles noch sehr gut klar. Vollspeed. Jetzt hier nochmal kurz so rum. Jo. Und jetzt Vollgas hier um die Kurve. Driften. Scheiße. Schwein gehabt. Sonst wären wir mitten im See reingestürzt mit unserer Karre. Ich glaube, unser Auto ist nicht Schwimmer. Aber eigentlich dürfte das Spiel auch gar nicht mehr so lange gehen. Wir sind ja schon ziemlich weit am Ende. Wir brauchen eigentlich jetzt nur noch die Sachen geben. Dann haben wir Nikki wieder. Aber ob das dann zu Ende ist, das Spiel, das eher nicht. Ich glaube, da kommt noch was mehr. Ein bisschen mehr. Da klopft einer an. Ja, wer ist das nur? Dann würde ich mal sagen, starten wir mal die Mission. Aber sagen wir mal so, wir gehen zumindest erstmal runter, ne? Weiß nicht. Ah, na, doch, das war immer hier, genau. Das war immer auf der Seite. Ich wollte gerade sagen, war das jetzt hier schon? Oder musste ich auf der anderen Seite umdrehen? Aber das war ja immer hier auf der Ecke. Oh, wie geil das aussieht mit dem ganzen Bildschirm, ne? Mann. Ich feiere das irgendwie immer noch. Hier, da ist so richtig fett. Dann ist auch alles geteilt. Ich dachte gerade, da hinten wäre so ein fetter. Aber nee, das ist alles kleine geteilte. Geil. Okay, legen wir los. Hey, siehst du das? Nette Arbeit. Das ist so viel, Aiden. Aha. Ja, wir müssen das nur durchsuchen und einen Namen finden. Tja, nun, du hast Glück. Weil in dem Chaos sind massenweise Namen. Und jeder Einzelne hat Dreck am Stecken. Dreckige Korps, der Club, gierige Mogule, sogar stadtbekannte Gutmenschen.
Irek wollte die ganze Stadt erpressen. Hm. Was ist das? Auch vom Server? Ach, Teufel auch! Da hackt sich einer rein! Wir werden alles verlieren! Halt ihn auf! Jetzt! Was machen wir? Das Signal zurückverfolgen. Wenn wir die Quelle finden, können wir seinen Zugang abschalten. Beeilung! Okay, ich bin da, aber ich... Oh, Mann, Alter, ich wette, das ist dieser andere. Warte, muss ein bisschen ranzoomen. Warte, wie machen wir den jetzt? Wir haben jetzt hier so ein Ding. Ach, mal hier erstmal diese Ports umdrehen, damit wir hier... Lass mich in Ruhe, Mann, ich mach das schon so gut, wie ich kann. Ich bin nicht der Pro-Hacker, warte mal hier oben. Mann, die reinste Malware-Flut. Halt die Schnauze, Junge, ich bin doch schon bei, wie so ein bescheuerter Typ hier. Drehen. So, und... Ruhezoom! Was zum Fick ist das denn hier für ein Ding? Noch einmal, komm. So. Bäm. Ja, ich weiß, ich sehe auch schon nicht mehr durch, teilweise. Ich kann ihn nicht blocken. Ja, das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, machen wir. Ei, Junge. Kommt mir irgendwie trotzdem vor, als wenn da die ganze Zeit dieses Bild von Aiden Pierce abgebildet ist. Alter, hier drehen. Drehen. Erstmal hier den Zugangscode. Der deaktiviert unser Schutzprogramm. Ja, ich weiß, ich bin doch schon drin, Herr Junge. Ich weiß nicht, wer er ist, aber wenn ich tippen müsste, hey, sieht es nach Default-Handschrift aus. Schäbige Hacker lässt sich anheuern. So. Der ist gut. So. Da. Dich will ich haben. Scheiße, hab ich dich nicht verdreht. So, genau. So. Dich nochmal aufhängen. Ja, hier. Genau. Hier. Den. Dich drehen. Auf. Komm, das war's. Sehr, sehr gut. Da, wer ist der? Das ist der Defo. Der Dreckskerl. Clara, wer ist das? Er scheint dich zu kennen. Je sais pas, je... Ich weiß nicht. Ich spiel's ab. Es war gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer, einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von dem gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Die Namen bitte. Haben Sie vor, Ihnen was anzutun? Wann hat Sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks und Aiden Pierce. Aiden? Da klopft einer an. Clara. Aiden, er versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden, komm schon! Tiefschuss hochziehen! Ich dreh den Saft ab! Aiden. Wer war das? Wer hat das befohlen? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, das schwöre ich. Es tut mir so leid. Geh mir aus den Augen. Kannst du es finden? Ja, bin schon dran. Diese Miese. Komm schon, Mann. Mach hin. Mist. Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat alles kopiert, was wir hatten, und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup-Tower rebooten. Ohne den, kein Default. Kein Default, keine Daten. Ich gehe. Nein. Ich gehe. Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien noch eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komme ich schon klar. Ich ruf dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück, Amigo. Red Boy hat einen Fehler gemacht.